Und weiter geht's mit einer Folge Alien Isolation. Willkommen. Ja. Die Anisidora ist explodiert. Das eine Schiff. Die Stabilität von der Sevastopol Station ist kritisch. Und ich versuche, Verlaine zu kontaktieren auf der Torrance, mit der ich ja gekommen bin. Ja. Schauen wir mal, was jetzt auf uns wartet. Wer oder was? Die sind bestimmt nicht nett. Die umgehen wir mal lieber. Dieser hässliche Soundbug. Wire ist immer gut. Ja, erstmal Strom von den Kameras weg. Luftfilter lassen wir an. Ja. Hey, war denn hier an der Kiste? Ich war noch nicht hier. Sevastolink. Ah ja, das ist die Nachricht von uns gewesen. Oh, Berlin. What the hell just happened? Sevastopol! Did any of our EVA team make it on board? Please respond! We've taken damage in the explosion and are pulling out of Sevastopol space. Systems will be down while we repair. I can't say for how long. This is Waits, Colonial Marshal at Sevastopol Station. We have a serious situation here. Non-local comms are down, and we need you to send out an emergency message. Do you read me? Repeat, our ranged communications are down, and we need help. Stand off and send help. Ist kein Kommentar wert? Okay. Ich dachte jetzt, ich sage irgendwas dazu. Blub. Abgetaucht. Das geht gar nicht, wo ich genau hin soll hier. Nach links. Ja, ich mache einfach mal. Ah ja, Observatory Chamber. Einmal aufschneiden. Oh, das ist aber auch eine Leiche. Der ist aber erschossen worden, so wie es aussieht. Kein Alien. Tod durch Fremdeinwirkung, aber nicht durch außerirdische Lebensformen.
Ja. Und jetzt? Aha. Der Alkohol bei sich. Interessant. Das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Irgendwas muss ich doch hier machen, oder? Gibt es hier irgendwie noch eine Klappe? Ach, eine Leiter. Alles klar. Viel zu offensichtlich. Klar, so ein Observatorium ist öfter mal oben. Match Input with Move Keys. Press Eingabe. Achso, ich muss noch Eingabe noch drücken. Ah, okay. Ist nicht geschnallt. Docking Alignment, okay. Und dann? Oh, das brechen wir wieder ab. Nee, geht nicht. Wasser mit Wasser da ein. Okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Oder auch nicht. Also der Ring. Logisch. Gut genug. Raus. Das kann man bestimmt gut absprengen, so ein Observatorium. Oh, krass. Das ist hell. Alignment läuft. Piep. Deep Space Scan. Ja, kommt ungefähr hin, glaube ich. Ricardo, I found them. Now you've got to align the dishes to the Torrens position manually. Check. I'm going outside. Manually input Torrens coordinates. Aber achso, gescannt habe ich die, muss ich mir irgendwas merken. 75. 35a, 75b. Okay. Oder muss ich hier oben was eingeben? Nö, unten wahrscheinlich. Oder geht das hier? Nö. 35a, 75b, okay. Got it. Hinkomme. Guck mal. I can unlock the entrance to the airlock from here. Give me a sec. There, got it. Nicht schlecht. Hier ist einfach so ein Lift oder was? Ist ja richtig cool. Jetzt kann ich auch von da aus die Koordinaten eingeben. Mind the gap, mind the step. Oh, ich sehe meine eigenen Beine, das habe ich vorhin noch gar nicht gemerkt. Echt? Soll ich mir jetzt landen? Ja, okay, komm. Why not? Ich fühle mich eher sicherer damit. Nice.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ich kann nichts mehr equippen. Schleichen ist auch dahin. Aber vermutlich geht's in Airlock, ja genau. Dann passt das. Ready for a walk. Wie geil. Okay. Fliegt ganz schön viel Scheiß rum. Ah, sieht schon geil aus. Kann leider nicht sprinten, ich kann mich nur hinhocken. Dann geht's noch ein bisschen langsamer. Schüsseln. Krass, drei Stück. Ich wette, das geht alles im Bach runter hier. Brauche ich einen Aufzug, ich kann doch einfach springen. Okay, das Signal wird schlechter. Das sieht aus, als könnte ich hier was eingeben. Geil. Auch noch gelockt hier. Bam, 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 bam. Macht man sich schon die Mühe und läuft bis hier oben hin und dann ist es blockiert. Die Geräusche sind echt heftig. Leider geht mein Licht auch nicht. Muss man auch wissen, was man macht hier. Als Space Engineer. Das funktioniert nicht immer alle. Einmal neu ausgerichtet. Geht auch mal, ne? Gehen wir davon aus. Mein Werk ist vollbracht hier an der Stelle.
schnurrt wie ein Kätzchen. Ich geh mal wieder. Boah, wehe, das geht jetzt nicht und ich muss nochmal zurück. Hoffen wir mal, dass unten A und oben B ist. Ich hätte es nicht mehr merken müssen. Okay. Ah, ist von der Explosion wahrscheinlich, wo ich weg bin. Torrens, wo bist du? Todesstern, jetzt schießen wir die Torrens ab. Be there. Okay. Da war ich. Extend the tow platform beneath the space flight terminal. Boah. Ich kann auch hier docken, hier ist alles frei. Weiß immer nicht, was es heißt, wenn das grün ist. Da war ich, ja. Da muss ich ja jetzt nicht nochmal hin, oder? Fahren wir einfach mal zurück. Passiert sowieso irgendwas Unplanbares. Alien kommt. KI dreht durch. Oder so. Auf dem richtigen Weg. Mich irritiert das einfach, dass das grün ist. Ja. Erstmal zurück zu Ricardo. Schon großes Teil. Bin mal gespannt, ob ich schaffe, durch die Tür zu gehen oder ob vorher irgendwas passiert und ich fliege irgendwo hin. Da oben hin. Ah, da ist doch schon irgendwas. Lol, ein Alien. Cool,
Ich laufe trotzdem weiter. Ich ignoriere es einfach mal. Krass. Üble Nummer. Verpiss dich. Peekaboo. Nur noch so ein Schatten von ihm. Keine Angst vor dir. Flammenwerfer, kannst mir gar nichts. Oder nicht mehr alle. Schießt ihr auf mich, wenn das Alien um die Ecke ist? Und ich habe extra nicht angegriffen, weil ich dachte, dann werde ich wieder. Krieg ich wieder Probleme mit der Gewerkschaft oder so. Richtig dumm. Ricardo. Ich laufe jetzt mal stumpf geradeaus. Das geht nicht gut. Geht auch nicht geradeaus. Oh nein, ist zu. Okay. Naja, egal. Flammenwerfer wird es richten. Cool. Oh no. Ah, die Lüftung wahrscheinlich.
wieder zurück zu Ricardo, nehme ich an. Find a way to solve it. Okay. Ich gehe doch mal zu ihm. Oder komme ich zu ihm? Okay, hier ist nix. Ja gut, dann war das das. Dann war es das wohl mit Ricardo. Ein Schacht war, da ist ein Schacht. Okay, weg, 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 zurück. Brich ab. Muss ich runter? Bestimmt. Doch, ich bin richtig hier. Okay. Oh. Du guckst jetzt nicht in den Schrank hier. Willst du mich verscheißern? Das ist doch ein Witz. Hä, das ging doch gut aus für mich. Ist er denn einfach durch alle durchgebissen? Oh Mann. Mann, Ricardo, was ist los bei dir? Mach doch mal mit.
So viel Zeit muss sein. Hey, wie dumm das darstellt. Da ist doch noch Platz im Aufzug. Können Sie mich nicht mitnehmen? Nein. Ist leider schon besetzt. Meine Güte, natürlich so ein Radau. Oh nein, Ricardo. Aha. Weiter geht's. Ricardo. Keine Zeit für sowas. Die Giftspritze, ey. Vielleicht zu Ricardo gehen? Würde ja gerne noch mal nach ihm schauen. Nein. Das macht keinen Sinn. Bestimmt kommt es gleich da raus. Hey, warum hänge ich an der Tür? Ja. Ich speichere jetzt auch eiskalt. Komm, komm. Schnell. Okay. Ich will nicht nochmal Ricardo anschauen muss. Jetzt will ich überlegen, wie ich die unten austrickse. Vielleicht probiere ich es mal mit dieser geilen Flashbang. Wobei, dann sind die alarmiert. Wahrscheinlich kommt das Alien auch. Boah, weiß nicht. War es eigentlich Menschen oder war das KI? Weiß gar nicht. Ha, oder so. Das ist ja noch besser. Das einfach mal ganz dreist. Ja, bist du zugange. Komm schneller. War ja klar. Hey, du könntest ja auch mal wieder anpacken, die Klappe aufzumachen. Dummes Alien, echt. Meine Güte. Der Boden ist Lava. Fuck off. Lass mich in Ruhe programmieren hier.
Das ist neu. Okay, aber es ist weg. Ja, komm, Ripley, geh weiter. Gar nicht, was hier alles. Hier war ich auch noch nicht, meine ich. Ah, keine Zeit, mir das durchzulesen. Ist fast ein bisschen hängen geblieben. Zu viel zu machen und zu wenig Zeit, wenn die ganze Desselin hier rumläuft, meine Güte. Oh, ich höre es doch schon wieder. Geil, einfach mit der Hand. Ripley. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe gar kein Gefühl. Ja. Klingt irgendwie so, als ob man auf mich schießt, aber... Alles nur am Sizzle. Sizzle. Doch mal gut jetzt. Bescheuertes Alien. Vielleicht kein Feuer mehr mit dem Flammenwerfer. Ja, das kann ich auch nicht aufmachen in der Zeit. So, bin ich hier richtig? Jo. Ich setze den Molotow echt. Puh. Auch ein Akt. Hm, da ist auch ein Gegner. Sieht ihr mich? Nö, oder?
ganz stumpf. Restore Power. Da ist Klima drin. Das hat geklappt. Oh Mann. Ja. Eigentlich nur mal so ein Versuch wert. Dachte ich mir. Wenn ich auch mit Shotgun beikommen kann. Wahrscheinlich nicht. Alter. Ah doch, okay. Und krieg ich Damage, wenn ich hier reingehe? Nö. Ist immer nur kurzzeitig rein. Ich lade jetzt nochmal neu, ich wollte eigentlich nochmal gucken. Ja. Wie das so funktioniert. Ich wollte eigentlich nicht so viel Munition verschwenden. Ging eher um es einfach mal auszuprobieren. Restore the power. Restore the power. Nur wo? Was ist das hier? Ah, Wasserspender. Was ist das? Whoever you are, you better back off. You think I won't do it? I'll do it. Jetzt hast du ein Problem, Junge. Ist doch gar nicht auf, das irgendwie. Oder doch? Hängt das jetzt noch da oder ist es weg? Despawned. Die Geräuschquelle ist weg, du kannst auch weggehen.
Ist immer so aufgeregt, so richtig aufgekratzt für eine ganze Weile. Hier ist keiner. Kann's gehen. Gefühlt ist es echt so, das fängt sich einfach gar nicht mehr. Einmal angepiekst. Langsam werde ich ungeduldig. Schnell. Wirklich. Ich weiß nicht, wie lange er da Spaß dran hat. Unter Hühnchen. Komm. Repair System. Ja, Sevastopol. Primary off-planet site for development, sales and maintenance of androids. Ja, ja. This is Sinclair. You guys took too long down there. I had to power down this facility and take the last transit. We can't afford to keep the sanctuary wide open. All it'll take is one creature to get in, and all the supplies and weapons we've taken will come to jack shit. Me and mine are gonna sit this out till the rescue comes. I'm sorry. I'm sorry, but when you started chasing after a ship that'll never come, you broke with the plan. Sinclair out. Haben wir den Salat. Aber wo kann ich hier den Code eingeben? Ist doch nirgends was. Irgendeine Tür übersehen. Speichern. Area Exit. Da bin ich hergekommen. Da unten war nichts. Na gut, dann gehe ich wieder zurück. Ne, da ist eine Tür. Hä? Schnell. Nein. Nein, löschen. Muss man alles nachladen. So, okay.
Restore the power. Reboot Power Systems. Ich würde sagen, beim nächsten Mal fahren wir die Systeme wieder hoch, beziehungsweise setzen hier diesen Transit wieder in Gang, so rum eigentlich, und versuchen dann an die Torrents anzudocken oder andersrum. Ich versuche hier anzudocken. Und vielleicht sehen wir auch das Alien wieder das nächste Mal. Alles klar, Leute, bis dann, reingehauen.